ganz beeindruckt von den Schilderungen des Abgeordneten Schüssel, der uns einmal mehr erklärt hat, wie man die ganze Welt rettet, aber nicht dazu in der Lage ist, in der Koalition und in den wesentlichen Brennpunkten in dieser Republik einmal für eine Ordnung zu sorgen. Das ist auch immer wieder erheiternd. Überrascht bin ich auch, dass er wirklich versucht hat, Sachargumente entgegenzuhalten gegen das, was da von Seiten des Verteidigungsministers aufgeführt wird. Denn letztendlich, womit haben wir es denn zu tun? Es hat im letzten Herbst so etwas wie eine wehrpolitische Oktoberrevolution gegeben, ausgehend von Wien. Der Wiener Bürgermeister, den kurz vor der Wahl das Wasser bis zum Hals gestanden ist, hat ein paar Freunde angerufen, wahrscheinlich seinen Wunderwutzi Greenberg und ein paar Leute aus der Kronenzeitung und gesagt, wir müssen was machen. Das war's, ja. Wir wissen, was machen. Und immer dann, wenn es der SPÖ besonders schlecht geht, dann entdeckt man das Bundesheer. Zum Verkürzen hat es nicht mehr viel gegeben in Sachen Präsenzdienst. Folglich schreiten wir zu einem neuen Modell. Wir verunglimpfen in Zukunft das, was Wehrpflicht und Präsenzdienst heißt. Und das ist jetzt die neue Parole, die seit damals Gültigkeit hat. Und meine Damen und Herren, was Sie hier betreiben, das hat mit einem Primat der Politik überhaupt nichts zu tun. Das ist maximal ein Primat der Parteipolitik. Das ist es, was Sie jetzt seit Wochen und seit Monaten umsetzen. Und da hasardieren Sie in verantwortungsloser Weise mit dem Sicherheitsbedürfnis der Österreicher herum. Sie gefährden die Sicherheit in allen Ihren Dimensionen. Sie gefährden sie, was die militärische Sicherheit betrifft. Sie gefährden die Sicherheit im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz. Und Sie gefährden natürlich auch die soziale Sicherheit, weil Sie wissen, dass wenn Sie das Bundesheer in den Abgrund führen, damit natürlich auch der Zivildienst den Bach hinuntergeht. Und ich verstehe nicht auf gut Deutsch, welcher Teufel Sie reitet, dieses Spiel zu betreiben und derartig verantwortungslos zu agieren und dem Ganzen dann auch noch das Mäntelchen einer vernünftigen Reform umzuhängen, meine Damen und Herren. Sie sollten sich in Wahrheit schämen für das, was Sie angerichtet haben in den letzten Wochen und Monaten. Das unterscheidet uns Freiheitliche von Ihnen, vor allem von der SPÖ und natürlich auch von den Grünen, die sich ja darüber freuen, dass Sie einen Schritt in die Richtung gehen, woran der Peter Pilz in seiner ganzen politischen Karriere arbeitet, das Bundesheer zu ruinieren. Mit Ihnen kommt er dem ganzen Projekt einen Schritt näher, deshalb freut er sich auch so. Aber ich meine, Damen und Herren, wir sind diejenigen, die für die Sicherheit kein Schimpfwort ist, so wie es offensichtlich für Sie eines geworden ist. Für uns ist es ein hoher Wert, den es in allen Dimensionen zu verteidigen gibt. Das ist nichts Unanständiges, meine Damen und Herren. Und der Vorwurf bleibt Ihnen nicht erspart. Das ist auch im Zusammenhang mit Ihrer Argumentation nicht besonders genau mit der Wahrheit nehmen. Sie versuchen, sich alles zusammenzuzimmern, damit es auf das draufpasst, was Sie den Österreichern verkaufen wollen in einer riesigen Mogelpackung. Da wird herummanipuliert, da wird die Bevölkerung belogen und zu allem Überfluss soll das dann auch noch, dieses ganze Paket an Falschinformationen und Verzerrungen, die Basis für eine Befragung der Bevölkerung sein. Das ist eine schändliche und eine unehrliche Vorgangsweise und allein dafür sind Sie als Minister, meine Damen und Herren, rücktrittsreif. Es hat sich überhaupt nichts geändert am geopolitischen Szenario. Es hat sich nur geändert, dass der SPÖ nicht nur in Wien, sondern auch auf Bundesebene nicht besonders gut geht. 25-26% und dafür lässt sich der Herr Faymann feiern. Das hat sich geändert, das ist richtig. Und das Bedrohungsszenario, das müssen wir nicht weit suchen. Da sitzt an der Spitze des Verteidigungsministeriums, meine Damen und Herren. Aber ansonsten ist alles im Wesentlichen gleich geblieben. Und genau diese ungeänderte Lage, das war ja auch das Fundament, auf das hinauf Sie salbungsvolle Erklärungen in Richtung des besonderen Werts der Wehrpflicht abgegeben haben. Eine nach der anderen, bis vor wenigen Monaten hat sie gar nicht bremsen können, schon fast im stündlichen Takt Zitate, wie wichtig die Wehrpflicht ist, wie wichtig sie im Zusammenhang mit der Neutralität ist, dass sie das einzig tragfähige Zukunftsmodell ist und. Und dann hauen Sie den Generalstabschef deshalb hinaus, weil er genau das sagt, was Sie sozusagen vorgegeben haben in allen diesen Zitaten. Das ist ja ein unglaublicher Vorgang, Herr Verteidigungsminister. Und dann noch etwas. Jetzt haben Sie es entdeckt, die Pflicht. Die Pflicht ist jetzt das, was Sie in den Zwang übersetzen. Also aus der Pflicht macht man aus rhetorischen Gründen, damit es besser zu verkaufen ist, den Zwang. Und diese Pflicht, das ist jetzt das große Problem, das ist ein Pfui-Wort. Pflichten darf es keine mehr geben, leiten wir daraus ab, für den modernen, aufgeklärten Sozialdemokraten und für den anarchischen Linken, wie er bei den Grünen zu finden ist zuhauf. Also mit den Pflichten haben wir ein riesiges Problem, deshalb muss die Wehrpflicht weg. Sie sagen aber nicht dazu, dass wenn Sie uns gleichzeitig die Eintrittskarte in die NATO hineindrücken, ja, dass Sie damit die Beistandspflicht, Pflicht, Pflicht,
der österreichischen Bevölkerung draufdrücken. Mit der Pflicht haben Sie kein Problem, obwohl ich weiß, dass Sie ansonsten mit Pflichten Schwierigkeiten haben. Sie haben zum Beispiel ein wirkliches Problem mit der Pflicht, die Verfassung einzuhalten, betrifft die Absetzung des Generalstabschefs dafür, dass er sich auf sein Grundrecht beruft, seine Meinung zu sagen. Da haben Sie die Verfassung verletzt, wäre Ihre Pflicht, sie einzuhalten. Sie haben das Beamtendienstrecht verletzt, meine Damen und Herren, und Sie haben Ihre Verschwiegenheitspflicht verletzt. Was ist das für ein Stil, wenn der Generalstabschef aus der Zeitung erfahren muss, dass er abgesetzt ist, während Sie im Gespräch noch nicht einmal den Mumm gehabt haben, ihm das unter vier Augen selbst mitzuteilen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, die wesentliche Formel, wenn wir einer Sachlichkeit dienen wollen, ist Darabosch raus, Enter herein. Das ist die Formel, die wir brauchen. Ich stelle deshalb folgenden Entschließungsantrag, meine Damen und Herren. Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport wird aufgefordert, General Entacher als Generalstabschef unverzüglich wieder einzusetzen. Jeder Tag länger, meine Damen und Herren, den Sie in diesem Amt als Verteidigungsminister zubringen, macht den Schlamassel noch um ein gehöriges Stück größer. Und die Aufforderung zur Sachlichkeit, die ich seit vielen Tagen von Ihnen höre, ist eine an sich selbst gerichtete Aufforderung zum Rücktritt. Nichts anderes ist die Aufforderung zur Sachlichkeit. Denn Sie sind der Hauptdarsteller, Sie sind der Regisseur und der Produzent der tragischen Komödie. Wie ermorde ich das Bundesheer? Wie ermorde ich den Zivildienst? Wie ermorde ich die österreichische Neutralität, meine Damen und Herren? Ich fordere Sie heute und hier auf, salutieren Sie ab, Herr Minister.